Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Moin Klicktipp-Video. Wenn Captain Morris anlegt und tausende Waren handelt, dann weiß man höhere Verladegeschwindigkeiten zu schätzen. Ist die Speicherstadt voll ausgebaut, so kommt das riesige Kontor auf 42,5 Tonnen pro Sekunde Verladegeschwindigkeit. Die fortschrittliche Anlegestelle kommt immerhin auf 34 Tonnen pro Sekunde. Und die Speicherstadt-Anlegestelle auf 25,5 Tonnen pro Sekunde. Leider hat die Speicherstadt-Verwaltung selbst nur eine Verladegeschwindigkeit von 17 Tonnen pro Sekunde und liegt damit deutlich hinter den anderen Anlegestellen. Einigen Spielern ist es ein Dorn im Auge, wenn Captain Morris natürlich genau dort Halt macht. Umso länger dauert das Verladen. Ein kleiner Trick kann hier Abhilfe schaffen, wenn man das unbedingt will. Blockiert die Speicherstadtverwaltung einfach mit einem Schoner. Hierzu müsst ihr nur kurzzeitig alle anderen Anlegestellen einmal abreißen und eine Handelsroute für den Schoner einrichten. Hier gebt ihr dem Schoner den Befehl, an der Insel eine Ware abzuholen, die dort gar nicht vorrätig ist und auch gar nicht vorrätig sein wird. Und ihr gebt zusätzlich den Befehl, auf die Waren zu warten. Der Schoner wird dort nun anlegen und wartet nun ewig auf seine Ware, blockiert aber für andere Schiffe die Speicherstadtverwaltung. So kann auch Captain Morris nicht mehr dort anlegen. Probiert es doch selbst mal aus und lasst doch gern noch ein Like und ein Abo da. Ganz viele liebe Grüße gehen zu euch raus und ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln.